Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute möchte ich mit euch über einen ziemlich nervigen, aber auch über einen kleinen Mythos reden, nämlich den Winter 41-42 und dass die Wehrmacht währenddessen keine Winterbekleidung hatte. Nun, erstmal werden wir uns in diesem Video einmal kurz ansehen, wie sah der Winter 41-42 aus. Wie sieht normaler russischer Winter aus? Also heute russischer Winter, damals wäre es Sowjetunion gewesen. Aber dieses Hin und Her werde ich jetzt nicht jedes Mal sagen. Und wie sah es wirklich mit Winterbekleidung aus? Und was waren andere Probleme, die zu diesem Winter 41-42 beigetragen haben? Denn wie die meisten von euch wissen werden, war der Winter 41-42 für die Wehrmacht sehr hart. Der Winter 41-42 war sehr kalt. Man denkt immer, allgemein russische Winter sind kalt. Ja, technisch gesehen, sie sind kälter als mitteleuropäische Winter, aber es hängt da auch deutlich von Regionen von Russland bzw. der Sowjetunion ab. Der Winter 41-42 war aber dementsprechend besonders, da es ein sehr kalter Winter war. Mit bis zu minus 40 Grad. Beziehungsweise Moskau am 26. Januar 1942 hat man minus 39 Grad gemessen. Es sollen sogar schon im November die Temperaturen runter bis minus 20 Grad gegangen sein. Zu den Auswirkungen, die dieser Winter hatte, kommen wir später noch einmal kurz. Aber wie soll man das jetzt nun im Vergleich setzen? Weil wenn ihr nur diese Zahl hört, ist klar, jeder, der von uns Kälte erlebt hat, weiß genau, minus 40 Grad ist kein Zuckerschlecken. Aber das ist nicht die Norm, auch nicht in der Sowjetunion gewesen oder in Russland. Dort liegt die ungefähre Wintertemperatur heutzutage bei 0 bis minus 10 Grad für Dezember und Januar und geht dann maximal in einen Tiefstwert von minus 25 in extremeren Fällen. Um nicht zu vergessen, dass das lokal innerhalb Russlands auch anders ist. Auf dem europäischen Teil Russlands ist es technisch gesehen wärmer als im sibirischen Teil Russlands. Daher auch vorhin deutlich betont, dass es in Moskau im Januar minus 39 Grad wurde. So, damit solltet ihr jetzt verstanden haben, wie kalt dieser Winter war. Auch nach heutigem Maßstab ist er kalt. Und im 20. Jahrhundert gab es nur einen weiteren Winter, von dem ich weiß, der ähnlich tief wurde und der war erst in den 80ern, also 40 Jahre später. Nun, wie hängt das nun mit der Wehrmacht und ihrer Winterbekleidung zusammen? Man hört ganz oft, dass die Wehrmacht keine Winterbekleidung besaß, wenn man um dieses Thema Winter 1941-42 spricht. Was so halb stimmt, sie hatte Winterbekleidung. Die Winterbekleidung der Wehrmacht bestand standardgemäß aus einem Mantel. Dazu gab es dann auch noch Handschuhe und einen Schal. Sowohl Mantel als auch Handschuhe bekam jeder Soldat standardgemäß ausgegeben, beziehungsweise lässt sich das auch ziemlich gut im Soldbuch nachweisen, weil an der Stelle, wo die Ausrüstung dort eingeschrieben wird, steht halt auch Mantel immer drin, da steht auch Übermantel drin. Das ist allerdings ein Wachmantel, den bekommt man halt nur dann dementsprechend für bestimmte Aufgaben. Das ist kein Standardding, allerdings der normale Mantel war's. Dazu gab es dann auch noch einen weiteren Mantel, wo ich mir nicht sicher bin, ob der schon 41 zur Verfügung stand. Ein ziemlich großer, beiger, aber auch zum Überziehen, halt quasi auch wieder Wachmantel in der Funktion. Der normale Wachmantel sieht dem allgemeinen Mantel sehr ähnlich. Selbe Aufbau, plus hat er zwei zusätzliche Taschen und ist innen drin nochmal extra gefüttert. Der ist halt wirklich für extreme Kälte bzw. für Stehen in Kälte gedacht gewesen. Es gab auch spezifische Sachen gegen Kälte, aber die sind eher für Sachen wie Gebirgssieger gewesen. Allgemein hatte jeder Soldat in der Wehrmacht einen Mantel, konnte auch Handschuhe haben, genauso einen Schlauchschal. Und das ist so das an Winterbekleidungszeug, was ein Soldat 41-42 tragen konnte. Das Problem dabei ist, dass es für europäische Winter ausgelegt war und nicht für einen extremen sowjetisch-russischen Winter. So einen M40 oder M36 Mantel hält dich wunderbar warm bei bis zu minus 10 Grad. Klar, du musst dann vielleicht noch deinen Pulli drunter ziehen. Jeder Soldat in der Wehrmacht bekam auch einen Pulli, wurde auch Schlupfhemd damals genannt. Das ist irgendwie lustig, weil der Verwechslungsgefahr mit dem Tarnschlupfhemd dann kommt, weil das halt auch Schlupfhemd genannt wird. Nichtsdestotrotz, bei einem normalen Winter kannst du mit dem guten Zwiebelsystem, das heißt mehrere Schichten an Stoff, halt dich warm halten. Nicht aber bei extremer Kälte. Das ist der große Unterschied bei diesem Winter. Du hattest den Faktor, bei diesem starken Wetter waren die Sachen, die für europäische Normalwinter bis, okay, leicht extremere europäische Wetterverhältnisse ausgelegt waren, nicht ausreichend. Das heißt aber nicht, dass es keine Winterbekleidung gab, sondern dass diese halt nicht für dieses Extremwetter ausgelegt war und es dadurch zu Komplikationen gab, beziehungsweise wenn es auch das Zusatzmaterial gab, wie den Wachmantel zum Beispiel, er nicht überall ankam, weil er nicht für jeden Soldaten vorgesehen war. Und die Wahl der Bekleidung war ja auch nicht so scheiße, dass man sie gleich ersetzt hat. Der Punkt ist, der Mantel hat immer noch das getan, was er tun sollte, die Soldaten warm gehalten. Das Problem ist eher auch versorgungstechnisch gewesen. Durch diese starken Wetterverhältnisse ist die Versorgung der Wehrmacht an der Ostfront extrem, beziehungsweise aller Truppen an der Ostfront, extrem erschwert worden. Ja,
Die meisten Sachen mussten ja lang und breit über den gesamten Weg des besetzten Gebietes transportiert werden, sowohl mit Zug als auch Auto, in einem ohnehin schon schlecht infrastrukturell ausgebauten Bereich der Sowjetunion. Sprich, ganz viele Schotterwege und verschlammte Straßen, die jetzt plötzlich mit Eis versehen waren. Sprich, du kamst auch nicht gut vorwärts. Sprich, auch wenn es extra Winter-Equipment gab, was dann zur Truppe kommen sollte, kam das teilweise nicht an. Dementsprechend kamen aber auch Sachen wie Nahrungsmittel nicht an oder Sachen wie Brennstoff oder eben andere wichtige Materialien, um die Menschen am Leben zu halten. Das ist halt ein Faktor, der dann nicht ganz so sehr angesprochen wird, wie jetzt zum Beispiel nicht passend Winterbekleidung. So, das sollte euch nun jetzt alles an Informationen bieten, um diesen Mythos im Prinzip komplett kaputt zu machen, wenn ihr euch sagt, die Wehrmacht hatte damals keine Winterbekleidung. Die Winterbekleidung war da, sie war aber nicht ausreichend für diesen starken Winter. Das hat man auch zeitgenössisch gemerkt. Dadurch entstand ja auch das, was man heute als Winterwendebekleidung kennt oder als den Nickermann-Anzug. Dementsprechend, damals hat man auch gemerkt, dieser Winter ist sehr hart und wir haben nichts für solch harte Winter. Beziehungsweise vielleicht bei den Gebirgsjägern, aber dies ist eine dedizierte Truppengattung. Nicht alle Soldaten. Also brauchte man etwas, was man dediziert an Soldaten in kalten Regionen ausgeben konnte, in großen Massen. Dadurch entstand dann der Nickermann-Anzug, beziehungsweise die Winterwendeklamotte. Diese ist halt dann aber dementsprechend auch wieder eingezogen worden. Die blieb nicht am Mann. Der Mantel war immer bei den Soldaten. Der Mantel war dann entweder beim Tross oder wurde am Mann selber getragen. Das heißt dementsprechend die schnellst zu erreichende Winter- und Schlechtwetterbekleidung. Gucken wir jetzt noch einmal auf die Rote Armee. Diese war allgemein besser auf Winter in Russland bzw. im Sowjetterritorium vorbereitet. Allerdings heißt das nicht, dass es für die damals auch einfach war. Nur einfach her. Diese trug standardgemäß auch einen Mantel, auch aus Wolltuchstoff mit eigener Effektierung. Das ist aber eher eine Sache. Guckt dafür beim Rotarmisten rein. Der kann euch das besser erklären, als ich jetzt hier in Kürze es machen könnte. Dann gab es noch Wintermützen, wie zunächst die Budionovka, die dann ersetzt wurde durch die Oschanka, wobei beide auch getragen worden sind. Dann gibt es dann noch Sachen wie der Watteanzug, beziehungsweise auch eine Westenform davon, die auch bequem unter Mantel getragen werden konnte. Und dann noch als allerletztes eine zusätzliche Winterfeldbluse, die dann im Winter an die Soldaten ausgegeben wurde, damit sie besser vor der Kälte geschützt sind. Dementsprechend hat man die Bluse dann ausgetauscht zum Frühling hin. Das heißt, an sich war schon mal viel mehr Winterbekleidung vorhanden, die die Rote Armee ausgeben konnte und ausgegeben hat. Und das jetzt ohne noch auf Schals oder Masken oder auf Handschuhe einzugehen, weil die gab es dort auch. Für mehr zur Roten Armee, ihrer Winterbekleidung, als auch wie es denen im Winter eigentlich ging, guckt mal beim Rotarmisten rein, der kann euch bestimmt eine Menge dazu sagen. Das wär's denn aber für heute. Ich hoffe, ihr habt schon verstanden, worauf ich in diesem Video hinaus wollte. Einmal, dass dieser Mythos, gab keine Winterbekleidung bis 41, 42, Quatsch ist. So, ich möchte darüber reden, was es an Winterbekleidung gab und der Grund, warum diese als unzulänglich bezeichnet wurde. Beziehungsweise, das ist der Hauptpunkt. Diese Winterbekleidung war nicht vorhanden, sondern die war einfach nicht ausreichend für diesen extremen Fall von einem Winter. Und noch dazu war der an europäische Winter angelehnt. Sprich, wäre der bestimmt bei einem normaleren, nach heutigen Standards normaleren, russischen Winter ausreichend gewesen, aber bestimmt nicht bei einem Extremfall von fast minus 40 Grad im Januar. Das wär's dann aber für heute von Teil Filmwerke Out. Wir sehen uns im nächsten Video, Stream oder Short. Und tut mir ein bisschen leid, dass das jetzt hinter der Kamera ist. Da es mir gerade nicht so gut geht und ich ein bisschen Arbeitsdruck habe, habe ich nicht viel Zeit gerade vor der Kamera zu machen.